Hallo da Vicky und ja, willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Im Video heute werde ich mit dir teilen, was ich normalerweise abends mache, wenn die Kinder ins Bett gehen. Ich habe die Kinder ins Bett gebracht. Sie schlafen schon und es hat ein bisschen länger gedauert, weil der Kleine wollte ein bisschen kuscheln. Der ist zweimal wach geworden. Ja. Es hat mich ein bisschen verrückt gemacht, weil es ist etwas, was ich von ihm nicht kenne. Ich kenne nur, ich gebe ihm die Flasche, chillen und dann schläft er einfach ein. Und heute ist er einfach zweimal wach geworden und jetzt schläft er. Und jetzt kann ich ein bisschen putzen, ein paar Sachen erledigen, ein bisschen aufräumen. Ich nehme dich natürlich mit, dann kannst du sehen, was ich normalerweise mache. Es ist nicht jeden Tag so, aber wie gesagt, wenn man zu Hause ist, es gibt unterschiedliche und jede Menge zu tun. Und viel Spaß beim Video und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst und viel Spaß beim Video. Ja, und ich habe hier schon meine Hauptsachen, die ich im Wohnzimmer brauche. Einmal das hier für den Boden und einfach ein Putzheimer hier, weil ich muss Kinderstuhl und sowie unseren Tisch wischen. Heute gab es Spaghetti und Tomatensauce und ja, muss ich die Flecken wegwischen. Ja, so, wir können schon anfangen. Der geliebte Kinderstuhl mag ich nach jeder Mahlzeit sauber, besonders jetzt mit den ganzen Fliegen, die überall fliegen. Und unser Esstisch genauso einfach sauber machen, um Fliegen sowie Essensreste wegzubekommen. Und so werden die Flächen nicht so interessant für die Fliegen sein. Ein krabbelndes Baby und ein Kleinkind ist die beste Kombi ever. Ja, und das mag ich einfach jeden Tag, gerne und ungerne, aber... Eigentlich sollte meine Dreijährige helfen, aber heute, ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Ich wollte nur, dass die Kinder ins Bett gehen, dann habe ich meine Ruhe. Und es war okay, dass ich alleine aufräume, aber ansonsten machen wir beide, machen wir zusammen. Und es ist auch klar zu erkennen, dass ich eine Jungsmama bin, Mama von zwei Jungs. So viele Autos. Diese Matte hier versuche ich auch ab und zu wischen. Es kann sein, dass es irgendwelche Flecken gibt, weil sie tun da auch sehr viel. Manchmal essen die auch da drauf und ja, versuche ich so ein bisschen sauber zu halten. So, ich bin jetzt in der Küche und so wie man schon sehen kann, nach dem Essen habe ich einfach alles liegen lassen.
Normalerweise räume ich immer nach dem Motto clean as you go, aber heute habe ich einfach alles liegen lassen und jetzt werde ich versuchen, das alles schneller zu machen. Als allererstes ist natürlich das Essen in Tupperware reinzumachen, wo jetzt, wo es in der Wohnung sehr warm ist, es ist keine gute Idee, das Essen auf der Arbeitsplatte bzw. auf dem Erd liegen zu lassen, weil es kann sein, dass das Essen sehr schnell schlecht geht. Normalerweise machen wir einfach auf dem Balkon im Winter oder wenn die Temperaturen zu niedrig sind, aber heute muss ich das wegmachen und im Kühlschrank packen. Da kann ich auch meine Arbeitsplatte sauber machen. Einige werden in die Maschine geräumt, aber Töpfe und Babyflaschen wasche ich lieber per Hand. Ich benutze unsere Geschirrspüler nicht jeden Tag, sondern jeder zweite Tag oder jeder dritte Tag. Magst du eigentlich deinen Geschirrspüler jeden Tag an? Ich würde mich interessieren. Schreibe einfach in den Kommentaren, wie du das machst. Ich liebe es, wenn die Küche abends etwas aufgeräumt ist, weil ich will nicht morgens aufstehen und mit dem Saubermachen anfangen. Ich will einfach einen gechillten Morgen haben. Deswegen versuche ich abends die meisten Sachen zu machen, damit ich meinen Tag entspannter anfangen kann. Ich habe hier frische Koriander heute gekauft. Und die Zeit wird knapp, das zu waschen, damit ich einfrieren kann. Deswegen werde ich einfach das in diesen Behälter hier reinmachen. Ich habe diese Behälter mit kaltem Wasser gefüllt. Und jetzt mache ich diese Rubbergummiband weg. Meine Koriander rein. Und das lasse ich bis morgen. Und dann morgen kann ich ganz normal waschen. So sieht es aus. Die Stiele sollen ins Wasser rein, damit die Blätter nicht so viel Wasser verlieren und damit sie auch frisch aussehen. Und jetzt mache ich weiter mit dem Tisch. Dann bin ich fast fertig. Jetzt fertig mit der Küche und ich habe in diesem Box hier einige Sachen, die im Badezimmer kommen sollte. Und jetzt werde ich gleich ganz schnell die Wäsche aussortieren, damit die Waschmaschine morgens um 5 Uhr wäscht. Und ich habe hier meinen Snack und das ist eigentlich nur Restessen. Ich habe hier eine Viertel Ruab, eine Orange und so eine Burger Bun. Und das werde ich ganz gemütlich vor dem Fernseher essen. Aber jetzt machen wir Badezimmer. Ich habe diese Eimer hier mit einigen Wäsche vom Schlafzimmer und das nehme ich mit im Badezimmer. Ich habe hier noch keine Pampas, muss ich auch noch wegschmeißen. Und da, jetzt können wir, genau wie diese Behälter hier, habe ich das Baby sauber gemacht, frisch gemacht. Ja, Wäschekorb und jetzt aussortieren und dann ist es Feierabend für heute.
muss noch gucken, was ich heute einweichen kann. Dann kurz vor dem Schlafengehen kann ich einfach alles in die Maschine schmeißen. Und ja, jetzt machen wir weiter. Ich habe mehrere dunkle Wäsche, das heißt, ich werde dunkle Wäsche machen. Und ich mache jetzt einfach direkt in die Maschine rein. So, ich bin auf Bett fertig und jetzt mache ich mir noch einen Tee. Dann kann ich beim Fernseher gucken. Ja, mein Snack hier, quasi mein Restessen essen und meinen Tee ganz gemütlich trinken. Ja, in der Zwischenzeit, wo ich meinen Tee trinke, werde ich noch andere Sachen erledigen, aber die sind für morgen. So, ich bin jetzt fertig für den Tag und ich gehe jetzt schlafen. Ich habe noch Milch gepumpt. Ich pumpe normalerweise abends vor dem Schlafen gehen. Das gehört zu meiner Abendroutine. Und ja, ich habe hier meine Schlafhaube, um meine Edges zu schützen, beziehungsweise um meine Haare zu schützen. Ich hoffe, dieses Videoformat hat dir gefallen und falls es dir gefallen hat, ich würde mich natürlich freuen, wenn du jetzt deinen Daumen nach oben gibst und ja. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen und danke für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao und pass auf dich auf.